Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Rumgeschichten. Sea of Thieves heißt es wieder mit Mene und Zwiebel. Hallo. Yo. Hallo. Hallo. Ihr Landratten. Es geht wieder weiter, eine neue Aufnahmesession. Apropos Ratte. Ja? Zettel. Was so? Zettel. Wir haben einen Brief gefunden. Genau. Mutige Piraten gesucht. Möchtest du Geld verdienen und dir deine Holzbeine vertreten und deine Kreditwürdigkeit bei den Händlern steigern, such mich in der Taverne auf und lass uns reden. Larina. Ist das bei euch auch so? Ah, ja, ich wollte gerade sagen, bei mir ist es so, dass ich das nicht sehe, das wer den Zettel geschrieben hat. Das was? Das L sehe ich bei mir auch nicht. Ich sehe den Namen nicht. Wie? Da ist, und lass uns reden, dann ist Ende, oder wie? Ja, ja, und lass uns reden Namen, und dann kann man den Namen nicht mehr lesen. Das liegt, glaube ich, an den Models. Ja. Achso, du meinst, weil ich so dick bin, habe ich längere Arme, oder? Ja, wirklich. Du hältst dich weiter von deinem Augen weg. Ja, ich bin eigentlich auch stark kurzsichtig, ja. Weitsichtig. Also, ist auch egal. Also zu wem soll man? Zu Larina? Ja. Ja, im Moment, das müssen wir ja nicht machen. Das ist jetzt nicht eine Muss-Aufgabe. Wer übrigens, ist das denn? Also, man muss ja dazu sagen, liebe Zuschauer, es ist jetzt der Tag, an dem, oder was heißt der Tag, aber auf jeden Fall wurden wir eben begrüßt mit Season 1 von irgendwas. Wir haben natürlich vorbereitet, wie wir immer sind. Komplett keine Ahnung. und deswegen, ich hatte hier schon gedacht, dass hier zu unseren Ehren endlich eine Fahne entworfen wurde, wie ihr hier sehen könnt, aber dem ist nicht so, die gehört irgendjemandem anderen. Kommt mal her, ihr zwei, da, achso, und ihr könnt die Fahne jetzt irgendwie anklicken und dann, glaube ich, kriegt ihr auch noch einen Tatenfortschritt. Die Flagge von Three-Head Monkey. Genau. Immer zur Stelle, wenn ein Pirat den Kodex braucht, dann schließen. Ich kann, also... Ah ja. Habe ich vielleicht schon mal gemacht. Larina ist von Umbras Verewigungen. Genau. Hier, Larina steht übrigens hier vor der Taverne. Das ist die. Ach, das ist die. Larina, ich rede sie mal an. Larinas Angebot, erzähl mir mehr über diese neuen Abenteuer. Hm. Natürlich, und wer sonst außer den Schiffsratten sollte sich stellen? Obwohl ich zugeben muss, dass ich ein paar riesigen Händler nicht so viel Begeisterung erwartet hätte. Fortfahren. Die Kauffrau war bei mir. Anscheinend hat die Tiefe... Habt ihr Artikel 4 des Piratenkodex parat? Nein. Alle Crewmitglieder sind gleich. Bis auf Brilli. Das gibt es bei uns nicht. Der Bund zwischen der Crew ist heilig. Ja. Nur kommt da noch mehr, oder? Ja, es sind 7. Also du filterst schon mal wieder nach persönlichen Vorgängen. Ich verstehe. Also, sie sagt hier, die Kauffrau war bei mir. Anscheinend hat die Tiefe in letzter Zeit viel Fracht eingefordert, auch wenn Piraten zum Schutz abgestellt waren. Übrigens, in der letzten Folge haben wir auch bei mir gesehen, dass ich nicht gelevelt bin. Und das, glaube ich, hat sich gelegt, wenn ich mich nicht täusche. Wo ist das denn das nochmal gewesen? Ich weiß nicht, was du gerade machst, Brilli, aber wir beide, glaube Mene und ich, wir gucken hier bei Larina. Ja, ihr guckt bei Larina, ist mir egal. Ich will gar nicht Larinas Mission machen. Redet ja auch keiner von Mission machen, aber wir können ja mal gucken, was sie so sagt. Wie war denn das? Gerade ansehen. So, und da waren wir in der letzten Folge, hatte ich ja. Können wir mal gerade Ansehen vergleichen, bitte? Wo ist denn das Ansehen gleich noch? Bei Piratenlogbuch, Ansehen. Und dann Ansehen. Ah ja. Wo waren das? Achso, das ist hier. Das ist, wenn du Tab drückst und dann oben Piratenlogbuch, ach so, dann ist das jetzt geteilt in Saison 1 und Ansehen. Für alle, die sich mit Saison 1 noch nicht auskennen, ist jetzt unser Guide. Also da findet ihr die Informationen zu Saison. Das ist ein Scheiß. Okay, und dann? Du bist auch so ein Geil, ey. Also, der zweite Seite da. Goldsammler bin ich jetzt Level 8, kurz vor 9. So sieht das aus. Ja. What? Achso. Ja. Dann Handelsbund bin ich Level 6. Das sieht fast komplett aus. Ja. Ach, und Seelenorden 6. Halb 5. Ja. Ja. Alles klar. Und ja, dann sind wir jetzt da. Jägers und Seelenrassler jeweils 1. Wie viel Geld habt ihr noch so? Ich habe jetzt 16, ist knapp 17.000. Alter, what? Alter. Ja gut, ich habe ein krasses Holz. Okay, also es gibt... Ja, und ich guck dir mal meine Hakenhand an, die ist auch nicht ohne. Ja, komm, die ist nicht mal golden. Natürlich. Sieht einfach aus wie ein richtig armer Schlucker, Junge. Das sagt er, der sich nicht mal ein Unterhemd leisten kann. So Leute, ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal eine Mission ab. Jo. Ich glaube, ich habe noch welche. Ja, ich habe noch welche im Inventar. 5 Stück. Hast du noch welche? Ja, ich habe auch noch. Mission. Ich habe keine mehr. Wo sieht man die? Auch im Piraten, genau wo du eben warst, unter Piratenlogbuch. Quatsch, nicht Piratenlogbuch. Also Tab drücken und dann unter Missionen. Und dann Seefahrten. Ah ja, da habe ich auch noch welche. Ja gut, dann haben wir. Da habe ich noch 5 Stück. Na, lass mal los. Jetzt können wir einschlafen.
Ich kaufe mir hier gerade mal eine. Kann es sein, dass die Grafik nochmal irgendwie verbessert wurde? Das sieht fast irgendwie noch besser aus als damals. Echt? Als damals, bei letzter Folge. Vor 2 Wochen. Return. Kann schon sein, dass irgendwas... Da. Mal überlegen, wo unser Schiff war. Unser stolzes Schiff. Meistens am Hafen. Ah, wenn das mal richtig ausgebaut ist mit unserer Flagge. Oh, Kacke. Oh, ich auch. Du hast hinter dir so einen Krater hinterlassen, wo ich reingesprungen bin. So schön einmal reingeplankt hier dann. Beim Zwiebelpeter.de, Vorsicht. Ja. Wie hast du das denn gemacht? Achso, ich habe glaube ich hier irgendwie was mit. Wenn du E gedrückt hältst, dann hast du deine Emotes hier. Ah. Mach ich dann auch was? Was? Mach ich was? Guck mal. Ha, hier ist ein Chaos. Nee. Aber das sieht bei dir so geil aus. Wahrscheinlich bei mir auch. Bei dir denkt man, du mümmelst immer auf irgendwas rum. Ja doch, du machst immer so einen bewegten Mund immer so. Nur auch ein bisschen, aber nicht viel. Ja, und bei Mene sieht es aus, als hätte er keinen Zahn mehr in der Leiste. Du musst mal gucken. Platsch. Mene, komm mal hoch. Leute, ich komm an Bord. Die zahnlose Minka, komm mal hoch. Jetzt, hier, stell dich mal hin. Guck mal, wie er mümmelt. Du bist echt so selten hässlich, Mene. Ich glaube, da nehmen wir uns das alle sagt, nichts. Ey. Ja, das sagt ihr, ey. So, ich gehe heute mal an die Segel. Ich mache Segel. Aber pass mal auf, ich habe jetzt hier gerade so ein ungutes Gefühl. Achso, du müsst erstmal eine Mission anmachen. Ja. Was hast du für ein ungutes Gefühl? Naja, wir sind hier schon wieder zurückgesetzt anscheinend. Wir haben nichts mehr. Was heißt, wir haben nichts mehr? Ja, naja, alles also abgegeben. Alles das... Nein, du missverstehst mich. Wir haben so, wir hatten ja ein Fass, was komplett voll war mit Kanonenkugeln und so, und das ist alles leer. Nö, ich habe hier das erste Fass, da weiß ich noch, dass ich die 2 Brandbomben reingetan habe. Ja, ist alles noch drin. Nee, ich hatte ja alles in ein Fass zum Beispiel getan und wir hatten. Guck dir mal das Fass hier an. Das erste hier unten. Ja, da sind bloß immer 15 von irgendwas drin. 15 Kugeln und so. Nee, bei mir. Ich glaube, egal auf welches Fass man drückt, ist es immer das Gleiche, ja. Genau. Und das ist aber nicht das, also wir haben hier, da fehlt irgendwas. Da ist nicht das, was wir jetzt bei der Also sehen wir alle dasselbe oder sieht jeder das, was er gesammelt hat? Nein, du siehst, in den Fässern sieht jeder alles. Das ist ja gemein. Und die Kanonen waren zum Beispiel auch geladen und die sind jetzt nicht mehr geladen. Ja, aber die Fässer hier, da sehen wir offensichtlich nicht das Gleiche, weil ich habe hier in den Fässern 2 Brandbomben, 2 Kettenschüsse, 2 Donnerbomben. Sehe ich auch. Ja, ich das auch. Ist richtig, aber ich hatte das beim letzten Mal so gemacht, in der letzten Folge, dass ein Fass war komplett voll mit irgendwas, da waren, wie weiß ich wie viel, da waren glaube ich 2-3 Stacks Kugeln drin. Okay, ja, vielleicht haben sie das irgendwie umgepatcht. Ja, vielleicht bei Season 1 ist. Ja. Kann sein. Und auf jeden Fall ist der Heini auch verschwunden hier bei uns, ne? Ja. Welcher Heini? Na, die Blutfratze hier. Ja, das ist doch gut. Lass mal jetzt die Mission holen und dann los hier. Es liegt schon auf dem Tisch, muss nur noch abstimmen. Wollt ihr die? Ja, ja. Ich renne immer in die falsche Richtung, ey, verdammte Wurst. Ist schon abgestimmt, ich hab's weiß. Nicht übernommen. So, wer geht ans Ruder? Ja, erstmal sagen, wo wir hin müssen, ha? Huh? Achso, ja, dann gehe ich erstmal an die Map. Was ist denn unsere Aufgabe? Ach, meine Kehle ist ganz verdörrt. Prost. Dann genehmige er sich einen Rum. So, wir brauchen 2 Inseln, eine längliche und eine aus mehreren bestehenden. Ich habe eine Mission erhalten. Gucken wir uns mal die Map an. Eine längliche, das dürfte Lonely Isle sein, ja. Da können wir direkt hin. Werde ich so, okay. Aha. Und dann brauchen wir noch die längliche, das dürfte die hier, Rum Runner Isle sein. Die geht dann, liegt auf dem Weg. Also wir fahren erst zu Lonely Island. Ja, sag einfach wohin. Mene, da wo du gerade hinguckst, müsstest du auf der linken Seite sein. Ungefähr, ich würde sagen, 40 Grad, 35 bis 40 Grad links. Okay. Ha. Aber, dann... Lass die Segel in Ruhe, gerne als Steuermann. Ja, dann lichtet mal den Anker. Halt auch was machen, weißt du? Ich kann nicht alles machen. Anker lichten, Zwiebel. Ist die Segellänge okay? Mhm. Ja, die Zwiebellänge. Die Segellänge die war. Die Zwiebellänge. So ist perfekt, ja. Was weißt du über meine Zwiebellänge? Wie fehlt denn der Wind? Der kommt genau richtig. Machen wir vorne auch noch Segel runter. Kriegst du so, einen Dreh? Ich gucke mal, ob man die Insel schon sieht. So. Ah, nicht so einfach.
Wo ist mein Fernglas? Ich brauche mein Fernglas. Jetzt schon wieder los. Komm, steig ein. Ja, Moment. Das war doch das, was mal so gut gefällt den Leuten. Ja, man sieht sie. Das ist ein ganz kleines Inselchen. Siehst du die Palmen so ein bisschen? Ja, die Palmen sehe ich, ja. Weiter links. Weiter links? Ja, klar. Oder dann sehe ich sie nicht. Nee, viel weiter links. Da ist aber wieder so ein Totenkopf, ne? Ach, die, ja. Da drüben meinst du. Alles klar. Okay, 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 okay. Aber wie episch er da steht. So, Leute, wir sind wieder auf Kurs. Ja, da, da, ba, da, 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 da. Was müssen wir denn überhaupt finden? Schätze wieder, oder? Ja. Ja. Wobei wir ja für Season 1, wenn ich das richtig verstanden habe, für diese Molly versunkene Schätze finden müssen. Also wenn wir unterwegs ein versunkenes Schiff sehen, wie beim letzten Mal. Jemand an Anker, bitte. Ja. Dann müssen wir das auf jeden Fall mitnehmen. Ja, nur schon mal hingehen. Warte auf mein bisschen. Kannst du mal gerade werden? Ja. Ne, ein bisschen rechts sogar noch. Ja, bin dabei. Oh, da hinten geht's Gewitter, ey. Oh. Nee. Anker. Wieder zu früh. Nein. Aber hier schon wieder Riffung. Ach. Konkrete Riffung. Boah. Ich weiß immer nicht, was ich drücken muss. Wir könnten auch einfach immer auf den Sandstrand auflaufen. Ja, genau. Genügend Bretter kriegen wir ja, meinst du? Betritt eine der Inseln in jeder der vier Regionen. What? Okay. Also das scheint tatsächlich für das Ding. Look at this. Was? Hier. Schlange. Look. Hier müsste direkt... hast du die Hand gefunden? Finger weg ist meine. Nee, der müsste direkt hier sein. Ja, hab ihn schon. Ja, sehr gut. Wie viele Schätze sind da auf der Insel drauf? Sollen wir jetzt eine Munitionskiste mitnehmen oder nicht? Ich meine, wir haben doch unendlich Schuss, dachte ich, oder? Nein, hast du nicht. Du hast nicht unendlich Schuss. Auf dem Schiff, meine ich. Nein, die sind irgendwann leer. Nein, okay. Er meint nicht die Kugeln, er meint die für die Waffen. Ach so, die sind... aber wir können die verkaufen wahrscheinlich, die Munitionskiste. Ja, kann man alles verkaufen. Nehme ich die mal mit. Ja. Am besten bei der Molly, das ist immer die auf dem Steg ist. Molly. Dann lassen wir mal alles, was wir verkaufen, an Deck, ja? Jo. Horte viele Truhen auf einmal, okay. Scheiße, was war denn ablehnend? Sagte Brilli B, nein. Brilli sagt erstmal nein. La da 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 da. Wie kann ich die Truhe hier nicht abstellen? Jetzt habe ich mich auch wieder nicht leer. Doch, ich habe ihn leer. So, hier ist noch ein paar Bretter. So, wo müssen wir jetzt hin? Und hier haben wir noch eine Kanonenkugel. Das ist doch eklig hier. Ein Egel brauchen wir nicht. Ein Egel ist ja eklig. Ich mache gerade mal ein paar Schlangen kalt. Und das nächste ist Rum Rummer Island, ne? Ja, die ist weiter einfach. Also, aber hier nimm mal ruhig auch die Dinger hier mit, ne? Brilli. Was denn? Nimm mal ruhig auch diese Würmer hier mit. Welche Würmer? Die Egel? Ja, also ich weiß, haben wir gerade gesagt, brauchen wir nicht, aber die sind bestimmt nicht schlecht zum Angeln oder so. Ach so. Die sehen aber eklig aus. Ich weiß. So, ich bin voll. Nasenwürmer. Ein Nasenwurm. Ich mag nicht so gerne Nasenwürmer. Nein, die schmecken komisch. Hey, Grete, verpiss dich! Ein Skelett hier! Wo? Hier, vor dem Fass. Siehst du es? Hat ein Schwert in der Hand. Steht Mähne drüber. Knaller! Ja, ist witzig, weil wir beide aber ultra fett sind. Wir sind für die Stabilität des Schiffs verantwortlich. Für den Tiefgang. Oh, zum Lenken. Guck mal hinter unser Schiff, da kommt so ein komischer Wirbelsturm angewirbelt. Ja, denn ich weiß nicht, ob der sich bewegt. Ich glaube nicht. Zumindest war er vorher noch nicht da. Das stimmt. Was ist denn hier mit den Fischen? Kann man die auch messern? Alle Fische, kann man die messern? Ich glaube, hat man nicht eine Angel? Falsches Spiel wahrscheinlich. Ja, es gibt eine Angel. Angel mal.
Ich bin doch schon dabei. Wie angelst du denn? Na, mit der Angel. Gibt's eine Truhe für die Egel? Nee. Begleitertruhe? Nicht? Ich weiß gar nicht, wo ich die mal reingepackt habe. Ich hätte gerne einen Egel als Begleiter. Wie kann man jetzt Proviant fast tun? Auf jetzt Wortwitz. Du hast doch Zwiebelpeter als Ekel als Begleiter. Leute, wir sind jetzt hier nicht zum Angeln, Mann. Kommt weg da jetzt. Warum denn? Ihr werdet auf die nächste Insel. Ihr wollt doch jetzt hier nicht die Leute langweilen. Wir sind hier nicht bei Stardew Valley. Bloß weil du hier nichts findest, ne? Ich bin viel zu cool für euch. Ah ja, ist klar. So, wir müssen geradeaus, wo das Schiff hin zeigt, und dann wiederum um 20 Grad nach links. Okay, okay. Dann Anker lichten. Jawohl. Da hinten Anker ist es. Siehst du die Insel zwischen den Felsen? Sehe ich, aber ich fahre lieber außen rum, oder? Wir fahren. Nein. Komm. Da fahren wir jetzt durch. Das schaffen Alles klar, wir das schaffen wir. Wir sind erfahrene. Was liegt denn an der Kiste hier an Deck? Das ist die Kiste, die wir hier finden mussten. Ich mach das Segel hier mal ein bisschen höher. Oder ganz hoch, weil dann sind wir nicht ganz so schnell. Hey Leute, wir sind einfach in der Season 1 jetzt schon führend, würde ich sagen. Absolut. Auf jeden Fall. Ich denke, wir sind in der Weltliga auf Platz 2 oder so. Also mindestens. Aber mindestens. Auch nur, weil wir so spät angefangen haben. Ja. Richtig. Wo sind jetzt die Egel eigentlich hin? Ey, wohin fährst du? Dadurch wollte ich. Ja, bin doch dabei. Ey, du bist scheiße. Ey, wo sind die Egel? In der Proviantkiste. Oh. Armene, genau. Lecker. Und jetzt rum. Na da. Das schaffen wir. Wir sind die Piraten, die auf kürzestem Wege segeln. Falsches Knopf. Wir scheuern keinen Riff. Das ist unser Motto. Ah, sehr gut. Mene, das machst du gut. Auf der Insel ist ein Schatz. Alter, wie ich uns hier durchmanövriert, ey. Ja, du musst ein bisschen nach links. Was bist denn du da für ein Ausguck da vorne, echt? Der fährt hier sich fast den ganzen Arsch ab. Wieso? Wir haben nichts. Wir haben keinen Stein berührt. Das war mal übelst die Manövrierung, ja. Ey. Krass. Du hast es bloß nicht gesehen. Das war super. Hey, so schön, dass du was? Sorry, mir ist gerade eine abgegangen, weil ich ein Lob vom Brilli bekommen habe. Alles Gute zum Geburtstag, viel Glück. So, ich glaube, jemand müsste schon mal an Anker gehen. Ja, Anker ist besetzt. Waiting for your command, Captain. Noch ein Stück. Und jetzt. Jawohl. Hat man nämlich nicht geguckt, an welcher Stelle von der Insel der Schatz ist. Guck mal, da ist ein Ruderboot. Ja, das kann man am Deck holen irgendwie, glaube ich. Hat doch einer drunter geschrieben bei mir. Wir bräuchten ein Boot. Na dann. Besorgen wir uns ein Boot. Ruderboot anschieben. Guck mal. Wisse? Guck mal, wie geil. Ich schieb mal. Hey. Ui, Vorsicht. Und jetzt einsteigen. Aua. Hier ist ein Schwein. In Ruderboot klettern. Woanders jetzt. So. In Ruderboot setzen. Wo ist unser Schiff? Da. Das sind Skelette. Wir haben keine Ruder. Captain Paul Cunning kommt auf mich zu. Schließe für jede Handelskompanie eine Seefahrt ab. Vergrabenen Schatz gefunden, Fortschritt der Seefahrt. Also hier, so kriegt man aber jetzt ordentlich viele Messages, ne, seit der Season. Ja. Ja. Heilt er sich? Ja, der heilt sich, der ist. Die feige Sau. Oh, Alter, der macht Schaden. Oh, endlich. Hast du den Schatz schon? Ja. Also Schatz ist ready. Mädels, ich glaube, wir brauchen Ruder. Wir brauchen Ruder? Ja, weil ich kann das Boot, ich kann mich zwar hinsetzen, aber ich kann nicht rudern. Ich brauche nur Puder, dann bin ich glücklich. Wenn ich das Skelette habe ich jetzt hier. Ja, wo kriegen wir denn Ruder her? Na warte mal, nicht, dass die vielleicht im Inventar sogar haben.
So, dann müssen wir mal gucken. Kannst ja mal versuchen, mit deiner Schaufel zu rudern. Prüfung, Event. Oh, hier sind noch ein paar Bomben. Soll ich nochmal auf die Insel kommen? Ist noch was da? Ja, da ist auf jeden Fall noch was. Ich guck gerade. Also hier in der Ecke sehe ich jetzt erstmal nichts weiter. Da leuchtet noch irgendwas da hinten. Mit einer Schaufel, das ist gar nicht blöde, Mene. Oh, da kommt gerade ein Skelett blöde aus dem Boden gekreucht. Übrigens, da eure Sachen gelten für mich ja dann auch, ne? Hier liegt noch eine Munitionskiste, die nehme ich mal mit. Können wir verhökern. Man hat doch Ruder, Tübe. Wie denn? Du musst dich das nicht ins Boot setzen, sondern du musst Boot rudern. Also es gibt zwei Optionen. Ach so, okay, dann habe ich das falsch gedrückt. Dann bring uns das mal mit. So, weil nämlich ein lieber Zuschauer hat dem Brilli was... Du bist aufgelaufen, du Trottel! ...einen was Kommentar da hinterlassen. Das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe, Mann! Zieh mich mal an! Ey! Ich hab nur noch halbes Leben, du Sack! Hör auf! Ich hab das Inventar da kommt, voll! Achtung! Oh, da hat eine Brandding! Au! Alter! Da fliegt selbst der Zwiebel! Was war denn das? Oh, ich bin ja ein bisschen angeschlagen. Wo ist denn jetzt das Boot? Hier. Der Typ hatte, es war so ein kleiner Suizid-Heini. Da. Jetzt ruder mich schon wieder hier drauf! Ja doch, ihr müsst mich doch nur drüber schubsen! Schubs mich mal drüber! Du kannst doch einfach mal richtig machen! Schubst mich doch einfach. Wie schiebe ich das denn an? Ich nehme uns mal ein Kotelett mit. Zwiebel hat gesagt, man muss einfach auf Anschubsen drücken. Ja, ich kann nicht andrücken. Was, mit welchem Button? Nein, da kommt, hier steht, wenn du Ruderboot anschieben, aber ja. Ist kein Button. Na, mit dem du es immer machst eigentlich. Warte mal, du bist doch noch. Nee, hier tut's dir aber nichts. Ich glaube, das ist, weil du aufgelaufen bist, du Trottel. Oder weil ich drin sitze. Vielleicht weil ich drin sitze, warte. Probier jetzt mal. Nein, man kann nichts drücken. Geht nur mal anschieben. Nee, geht nicht. Geht wirklich nicht. Was ist das denn hier alles? Lass es mal zurück ins Wasser gleiten. Nee, kommt mal her zu mir hier. Ja, Moment. Jetzt kann man es anschieben. Ja, in die Richtung. Alles klar. Kommt mal zu mich. Was denn? Willst du denn jetzt von uns? Ja, guck. Oh, erstmal sieht es hier richtig geil aus. Schönen Sonnenuntergang. Ah. Leute. Komm mal zu. Genau, das ist ja ein perfektes Thumbnail hier. Guck mal hier. Da, hinter dir, guck mal. Da ist eine Karte und da guckt einer da in die Richtung irgendwie mit seinem... Das habe ich doch schon gesehen. Die Frage ist doch nur, was wenn ich jetzt das Boot gegen unseres steuere, geht dann unser großes auch unter oder wie läuft das? Wie untergehen? Oder wie kriegen wir das an unser Boot ran? Das müssen wir dann nochmal gucken. Hier blinkt noch irgendwas. Ah, eine Mission. Ich habe eine Flaschenpost gefunden. Ah, hier. Ach, scheiße, ich bin voll. Was hast? Ich hab ein Schweine gekillt. Ja, gut. Esse ich gerade mal Banane. Alter, ein Wasserschwein. Der knirschelt und knastert. Banane. So, und wie kriegen wir das Boot jetzt? Hast du das Boot draufgekriegt? Nee, wie soll ich das machen? Keine Ahnung. Oh, Banane gibt aber auch gut hinter auf Villa, du. Vielleicht gibt's wie bei Subnautica so einen Slot dafür und es öffnet sich dann irgendwas. Vielleicht müssen wir es hochziehen mit den... Alter, ihr wisst schon, dass unser Boot voll ist? Wie voll? Voll! Mit Wasser! Wieso das denn? Ach, tatsächlich? Ja, das weiß ich doch nicht. Tatsächlich? Ich wundere mich, warum es knirschelt und knistert. Da geht man mal nicht runter gucken, ne? Schütte ich mir das ins Gesicht? Ich finde hier die besten Sachen irgendwie und werde hier da auch nur angeschissen von euch. Ich seh aber tatsächlich, irgendwo ist ein Leck. Dures. Ich sehe es nicht. Nee, ich sehe kein Leck. Kommt denn jetzt noch Wasser rein? Sieht nicht so aus. Kein Plan. So, dieses kleine Beiboot, das steht jetzt hier daneben. Nö, hier kommt kein Wasser mehr. Da
Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Canon Cove bewahrt Reichtümer von großem Wert. Aus aller Welt werden sie begehrt. Das ist so eine komische Mission. Kann man die auch abbrechen wieder? Weiß ich nicht. Aber ihr habt die beiden auch, ne? Wenn ihr auf Mission klickt, so zwei Zettel. Wenn ich auf Missionen klicke, zwei Zettel, ja. Canon Cove bewahrt Reichtümer von großem Wert. Aus aller Welt werden sie begehrt. Also muss man erstmal nach Canon Cove gehen. Ja, aber gut, da fehlt doch was. Ja, das schaltet sich dann immer frei, wenn man an dem Ort dann den nächsten Hinweis findet. Auf Shipwreck Bay, folge den Zeichen und du wirst deinen Schatz erreichen. Leute, mal, wir müssen jetzt erstmal die Folge beenden. Denn sie ist vorbei für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Hier mit den beiden Rabauken. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, da sagen wir mal, ja, da klinge ich auch noch mit ein. Ah, wunderschön. Ist ja herrlich. Tschüss, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.